Geht's mit? Hilfe. Hogwarts Legacy. Ja, wir machen heute weiter mit einer weiteren. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hogwarts selber, ne? Ja, wir müssen in die große Halle, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tup. Oder? Was war das? War das große Halle? Ja, ne? Ja. Die große Halle. Die müssen wir jetzt mal kurz angehen. Und dann reisen wir dorthin. Ist halt praktisch, wenn man dann plötzlich alle Schnellreisepunkte frei hat, auf einmal, dass das dann ohne Probleme machbar ist. So, quatschen wir mal kurz mit der Poppy. Ah, genau, dich wollte ich sehen. Ich dich auch. Also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Gerne. Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Ich wollte es denen zeigen. Die haben es verdient. Kannst du mal auf mich zählen, wenn es gegen Wilderer geht? Da sind wir schon zwei. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Oder mir. Wolkenschwinge ist großartig, aber vielleicht solltest du noch ein paar andere Freunde finden. Ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen und Wolkenschwinge zu teilen. Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. So, hat's von den Eltern gehört? Du hast nicht zufällig von ihnen gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Okay, heute halte ich von Ärger fern. Es war mir eine Freude, Poppy. Halte ich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Ja, kannst du was anderes haben. Mit als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. So. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Irgendwo war da jetzt doch eine Truhe, die ich gerade nicht gesehen habe. Auftrag abgeschlossen, Poppy. Blöd auf. Das war jetzt relativ schnell. Das war für ein bisschen Gequatsche, 180 Erfahrungspunkte. Wir sind bei Level 29, ne? Wenn ich das richtig gerade gesehen habe. So, okay. Dann haben wir noch ein paar Herausforderungen, würde ich sagen. Ja, gesamter Fortschritt 41%. Ein Gnosis. Siegel Ferry. Okay. War alles mit? Supi. Okay. Gucken wir mal gerade nach unseren Ausrüstungszeugs. Falls wir noch irgendwas gekriegt haben. Ah, hier müssen wir mal einen Raum der Wünsche. Wow, super. Aber egal, wir nehmen es mit. Wir nehmen es natürlich mit. Klar, why not? Aber keine Sorge, ich baue mich wieder um. Ich bin wieder ein... Ernsthaft jetzt? Nein, 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 nein. Warte mal, wo war denn der? Jetzt. Aber den Hut will ich wieder rausnehmen. Ich brauche keinen. Warte mal. Was war das? Mantel und Umhänge? Ich brauche die Kapuze, ja, ne? Oh, wieso mache ich denn so? Was mache ich da für Dinger gerade?
Kann ich die Kapuze nicht ansetzen? Nee, ne? Alter. Außer zurücksetzen. Warte mal, den rausnehmen. Ich brauche unbedingt mal noch Kapuze an oder aus. Das war der Gedanke, das war der Weg dahinter. So, gut. Da ist doch irgendwas. Es sind noch ein paar Sachen. So, jetzt gucken wir mal gerade, wann auf der Sammlung haben wir noch irgendwas gekriegt. Wo waren das hier unten? So, gut. Haben wir alles? Ja, ne? 20.75. Ja, wir sind nicht. Es wird kein 100% Let's Play sein. Ist halt so. Aber wir sind bald Level 29. Das heißt, wir hätten nur 3 Level runter. So, okay. Maske des Rechnen. Maske des Rechnen, Wolf, okay. Ich guck mal gerade, ob ich noch was einbauen kann. Inventar, Ausrüstung. Ich will ja. Ah, genau. Raum der Wünsche werden wir noch mal schnell machen. Da müssen wir noch mal schnell hin. Geheime Räume. Raum der Wünsche. Plop. Gehen wir mal rein. Weil wir wollen ja natürlich noch mal. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Also mal Ausrüstung identifizieren und ich muss neue Tränke machen. Die seltsam silberne Brille. Okay. Jetzt nichts Wichtiges, Interessantes, aber wir haben zumindest etwas. Es sei denn, es macht uns stärker, dann könnte es natürlich interessant sein. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas haben. Moment da. Quatsch, Ausrüstung war das Gedanke, war der Gedanke dahinter. So, haben wir noch mal was? Ja, sie macht zumindest die Verteidigung. Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist der Gedanke. Wir können ja Gott sei Dank unsere Sachen immer wieder ein bisschen ändern. So, Tränke machen, ja? Tipptabletter sammeln, brauchen wir. Aber haben wir eine Tränkestation? Ja, haben wir. Ich brauche nämlich neue Mega-Power-Tränke. Weil ich ja unbedingt noch mich ein bisschen ausrüsten will für das Finale dann am Ende unseres Let's Plays. Weil wir ja dann. Wir haben ja noch ein paar Missionchen, also wir müssen noch mal ein bisschen ran. Und das heißt, wir nehmen uns auch ein bisschen Erfahrungspunkte mit. Level 32, wenn wir dann vielleicht auf eben sind. So, kurz mal gucken. Haben wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben noch. 7 brauchen wir, glaube ich, noch, ne? So, kleinen Moment warten. So. Bleib mal. 6 Tränke. Haben wir 24? 24 haben wir jetzt auch. Also einen brauchen wir noch. Machen wir noch. Schnell. Und dann.
So, gut, haben wir jetzt alles? Ja, wir haben alles. Wir haben 25 Tränke und wir haben sogar den Todesfluch. So, alles gut, wunderbar. Weiter geht's mit der nächsten Quest, die wir noch haben. Nicht Inventar, sondern... Quatsch. Herausforderung, Aufträge. Also von beiden zumindest ist es. Und es ist das hier. Gut. Ja, viele dürfen wir nicht mehr haben, wahrscheinlich, ne? Wir haben noch hier die Aufgaben mit dem letzten Behältnis und Harlos letztes Gefecht. Ich vermute, dass wir Harlos letztes Gefecht als erstes machen. Und das sehen wir dann uns in der nächsten Episode an bei Let's Play